Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel aufbaut, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hürde darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifischen gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop Spamming 1 und neutralisiert meinen Schweizer Akzent. Man kennt ihn vor allem aus seinen englischen Lehrvideos hier auf YouTube. So übergebe ich wie üblich das Wort an ihn und er bringt uns seine persönlichen Definitionen von Atheismus und Islam nahe. Hey, hallo allerseits, willkommen bei Weg zur Hölle. 24. Mai 2015 und wir sind schon wieder beim Islam. Das heißt also, jeden Sonntag versuchen wir, zwei Leute, die Nicht-Muslime sind, dem Muslimen und Nicht-Muslimen den Islam näher zu bringen, indem wir versuchen, aus unserer Perspektive und unserer Sicht zu zeigen, wie wir den Islam sehen, wie wir den Islam verstehen und was man darunter verstehen kann und was man darunter verstehen muss. Wir sind nicht Muslime und wir sind aber auch keine Christen. Wir sind keine Sikhs, wir sind keine Hindus, wir sind keine Rastafarier, wir sind keine Zoroaster. Das heißt also, wir haben eigentlich keine Götter. Der einzige Gott, den ich verehre, das ist eigentlich nur die Realität. Und das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt, nämlich die Wahrheit so zu erkennen, wie sie tatsächlich ist und wie sie auch beweisbar ist. Das heißt also, ich bin jemand, der keine Götter verehrt oder sonst irgendein Mammut oder Mammon oder sonst irgendetwas hat, sondern ich bin einfach nur Mensch. Und seltsamerweise haben dann Theisten, das heißt also die Leute, die an Theos, an einen Gott glauben, gemeint, sie müssten jetzt unbedingt einen Begriff haben für die Leute, die das nicht tun. Und anstatt die einfach Menschen zu nennen, sind das einfach nicht Theisten, sondern Atheisten. Also Leute, die nicht das glauben, was ein Theist glaubt, nämlich, dass es einen Gott gibt. Das heißt also, ich muss mich dann daran gewöhnen, mich als Atheisten zu bezeichnen, genauso wie ich mich wohl daran gewöhnen muss, auch ein Adrachenist zu sein, weil ich glaube auch nicht, dass Drachen existieren. Und die Drachenisten, also die Leute, die glauben, dass Drachen existieren, müssen dann wohl oder übel mir zeigen und mir beweisen, dass es tatsächlich Drachen gibt. Ansonsten sage ich einfach nein, ohne Beweise,
akzeptiere ich gar nichts. Das heißt also, eine Behauptung aufzustellen ohne Beweise, kann ich auch ohne Beweise einfach ablehnen. Und das tue ich im Falle von Drachen, indem ich einfach sage, solange mir kein Mensch beweisen kann, dass es Drachen gibt, glaube ich nicht, dass es sie gibt. So einfach ist das und genauso ist es auch mit Göttern. Und genauso wie ich morgens nicht aufstehe und denke, ach du liebes Bisschen, es gibt keine Drachen, genauso denke ich auch nicht, ach du liebes Bisschen, es gibt keine Götter. Das heißt, Götter sind mir schnurzpiep egal. Nur in dem Augenblick, wo sie mein Leben beeinflussen, das heißt, wo Leute in mein Leben treten und mir dann versuchen vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu leben habe, in dem Augenblick interessiert mich das Ganze natürlich. Und in dem Augenblick beschäftige ich mich damit und deswegen beschäftige ich mich mit dem Islam. Und der Islam, das hat sich herausgestellt für mich, weil ich am Anfang auch dachte, ach, es ist ja nur eine weitere Religion. Aber weit gefehlt. Der Islam hat sich bei mir herausgestellt als eine ganze Ideologie, als eine Rangehensart an das Leben, an eine Welt, als eine Weltanschauung und vor allen Dingen mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist nun mal die Einführung der Scharia und die Einführung eines Gottesstaates. Das heißt also, der Islam ist sehr und hochpolitisch und versucht auch überall diese politischen Aussagen zu manifestieren. Das ist jetzt nicht nur in Irak und Syrien und in Nigeria und bla bla bla, wo man überall versucht, Kalifate zu errichten, sondern es ist generell so. Und deswegen sind wir Menschen, die nicht Muslime sind, die den Islam als eine politisch ausgerichtete Religion sehen, als eine komplette Ideologie. Das heißt also, die Religion sitzt in der Mitte und wie eine Krake sind die verschiedenen Arme dann ausschlaggebend dafür, was in der politischen Ausprägung, in der Ideologie und so weiter, was da alles passiert. Und da gucken wir uns halt jetzt an, was steht eigentlich im Koran und versuchen dann in einen Dialog zu treten mit den Leuten, die den Islam verehren, die den Koran verehren, die Mohammed verehren, die Kaaba verehren, die den Meteoriten verehren, der irgendwann in Mekka gelandet ist. Das heißt also, wir versuchen in einen Dialog zu treten mit Leuten, um zu verstehen, warum die das glauben, was sie glauben. Und das ist eben das, was bei uns passiert. So, das war's von mir. Und jetzt ist Ike ausgestiegen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch drauf bin, ob die Sendung noch weiterläuft oder ob das Ganze jetzt gestoppt hat. Nee, ich bin da. Ike, bist Hallo. Du da? Sagst du etwas? Ich sage was. Jetzt ist er da. Ich weiß nicht, was jetzt die letzten 20 Sekunden habe ich von dir nicht gehört. Hast du da was Wichtiges mitgeteilt, oder? Nein, ich habe nur gesagt, dass wir versuchen halt mit Muslimen zu reden, die sich da relativ schwer tun, ihre eigene Ideologie zu erklären. Und wir versuchen halt zu verstehen, was die Menschen, die den Koran verehren, eigentlich glauben, warum sie das glauben, in welcher Form sie das glauben und mit welcher Zielrichtung sie das glauben. Und das wäre für mich wahnsinnig interessant, das von denen erklärt zu bekommen, vor allen Dingen aus der jeweiligen Richtung, weil es gibt ja Ahmadiyyas, es gibt Sunnis, es gibt Shias und Sufis und so weiter. Und diese Richtungen, die würden mich wahnsinnig interessieren. Aber wir gucken uns weiterhin erstmal den Koran an und gucken erstmal, was da eigentlich drinsteht, wie wir das eigentlich verstehen. Und da würde ich mich persönlich drüber freuen, wenn mir jemand das erklären würde, der eben diesen Koran jeden Tag seines Lebens lebt und nicht nur, wie wir als Außenstehende da drauf guckt. Okay, ja, Sure 20 ist diesmal dran. Die heißt Antar, aber zuerst, wie üblich, machen wir die News. So, das Fenster suchen, das ist es. Das wäre auch noch ein Punkt, wenn jemand eine Idee hat, wie wir das anders gestalten sollen, wie wir das interessanter gestalten können oder noch besser oder wie immer mal. Es ist immer sehr einfach, in Kontakt zu treten, entweder über YouTube oder über diegottlosen.ch. Könnt ihr jederzeit in Kontakt treten und auch Kommentare schreiben. Und wir sind immer offen für Kritik und für Anregungen. Ja, es stagniert ein bisschen hier mit den Zuschauern momentan. Also mehr werden es nicht. Ich weiß nicht, ob da eine andere Zeit der Sendung sinnvoll wäre oder
irgendein anderes Format. Also wenn ihr irgendeine Idee habt oder einen Vorschlag, so wie Stop Spamming jetzt erwähnt hat, einfach uns kontaktieren. Ich bin eigentlich immer auch unter Skype, einfach unter Akira kann man mich anschreiben und sich bei mir melden. So. Stimmt. Ja, wäre schön, wenn sich Leute mal über Skype melden und da ein paar Sachvorschläge machen würden, anstatt immer nur diese hohlen ukrainischen Prostituierten, die sich ständig melden und mir da irgendwas andrehen wollen. Ja, den Wuti. Sie wollen dir den Wuti zeigen, nehme ich mal an. Kenne ich. Wichtige und ernster sind die News. Und zwar auch pro-islamisch, könnte man sagen. Da gibt es in Frankreich einen Bürgermeister, der hat eine ganz, ganz tolle Idee. Und zwar ein generelles Islamverbot. Nicht nur ein Islamverbot, sondern er ist noch ein bisschen weitergegangen. Er wollte und er will immer noch, dass man jeden Muslim einfach an der Grenze halt verstößt, sozusagen. Sie an die Grenze bringt und dann aus dem Land kickt. Wie ja. Sieht der Muslim-Test aus? Keine Ahnung. Ich meine, wenn einer sich als Muslim bezeichnet, hat er schon seinen Beweis, oder nicht? Das heißt, man muss jetzt zusätzlich in seinem Pass jetzt auch noch angeben, welchen der vielen Götter man verehrt? Zum Beispiel, das wäre eine Methode. In gewissen Ländern ist das bestimmt auch schon gang und gäbe, nehme ich mal schwer an. Das nicht im Pass, im Reisepass, weil dort ist es ja unwichtig. Außer man reist irgendwo ein, wo es wichtig wäre vielleicht. Aber generell ist es ja unwichtig. Aber vielleicht in der Identitätskarte oder so. Dort könnte es vielleicht passen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Weißt du, dass eine Frau, wenn die Saudi-Arabien ein Flugzeug besteigt, der Ehemann eine SMS bekommt, ihre Frau reist gerade aus dem Land aus? Das hast du mir erzählt und ich habe schon ein paar Mal gelesen. Ja, das ist natürlich ganz tragisch. Also tragisch. Für den Mann ist es natürlich prima, weiß er immer, wo seine Frau ist. Und so, ich gehe nochmal die News durch. Ich wurde irgendwie getrennt. Komplett. Dann hat es den Stream auch beendet. Ich werde ganz am Schluss halt diese zwei Streams dann zusammenfrickeln sozusagen und in einer Sendung packen zum Nachhören. Ich fange schon mit den News an. Der Stop Spamming soll dann gleich kommen für den zweiten Teil. Wir haben fast die ganze News schon durch. Also die erste News ist, ein Islamverbot wird gefordert von einem Bürgermeister in Frankreich. Er fordert nicht nur den Islam als strafbar zu deklarieren, als Verbot, sondern er will, dass alle Muslime an die Grenze gebracht werden und ausgewiesen werden sollten. Wie er das genau anstellen wird, wird nicht erklärt, er will das einfach so. Was der gute Herr wohl nicht so ganz versteht, ist, dass auch französische Staatsbürger Muslime sein können. Und dann wird das ein bisschen mühsam, wenn man halt Staatsbürger ausweisen will aufgrund von ihrer Religionsangehörigkeit. Nicht nur das, er will auch, dass in der Verfassung, in der französischen Verfassung, dass die Trennung von Staat und Religion aufgehoben wird und quasi der christliche Glaube wieder als Staatsreligion deklariert werden sollen. Sein Gegner ist der parteieigenes Mitglied, der Sarkozy. Und der Sarkozy macht sich nicht minder bescheuert, er fordert, dass mehr Moscheen gebaut werden sollen. Das ist so seine Reaktion, um die muslimischen Gemeinden quasi zu beschwichtigen. Dann die nächste News. Saudi-Arabien sucht acht neue Henker. Man könnte sich bewerben dort. Die Stellenanzeige ist leider momentan ein bisschen vermutlich überlastet, weil es kommt dann nur eine Errormeldung, wenn man auf die Seite geht. Jetzt geht's. Vorhin ging es noch nicht. Jetzt ist es gerade wieder aktiv. Muss man natürlich Arabisch können. Sieht man ja. Aber hier kann man sich dann bewerben. Stop Spamming also wollte ich kann mich nicht bewerben. Ja, du kannst das lernen, Arabisch. Du bist dann sprachlich nicht so Talent für Sprachen.
Jedenfalls wird leider der Lohn nicht großartig bekannt gegeben und was die Anforderungen sind, auch nicht. Zusätzlich werden noch ein bisschen Zahlen genannt. Dieses Jahr wurden schon 85 Hinrichtungen durchgeführt. Letztes Jahr waren es komplett 88. Also dieses Jahr wird es mehr Hinrichtungen geben, ganz einfach. Also ein Pro-Kopf-Einkommen. Das Pro-Kopf-Einkommen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob du mit dem Richter zusammenarbeitest und da eine Korruption stattfindet. Keine Ahnung, möglich, dass man quasi dem Richter sagt, hier, ich gebe dir die Hälfte von meiner Hinrichtungsgage, dann mach noch ein paar Todesurteile mehr, damit ich mehr köpfen kann. Keine Ahnung, wie das dort läuft. Wenn dann jemand eine Info hat dazu, einfach uns mitteilen. Ja, da muss doch jeder sich die Finger nachlecken. Ich meine, da werden Schwerstverbrecher aus dem Verkehr gezogen. Das ist doch genau das Richtige. Ich meine, wenn einer Sex hat mit einer verheirateten Frau, der muss hingerichtet, und die Frau, die muss hingerichtet werden. Das Geld geht doch gar nicht anders. Das ist doch eine ehrenvolle Aufgabe. Moment, was du da beschreibst, ist eine Steinigung, wird das gemacht bei Sex. Ah, Entschuldigung, okay. Vielleicht werde ich dann als Steinewerfer engagiert. Jeder im Dorf, das eher der Mann, soweit ich weiß, im Islam. Die Frauen dürfen nur zugucken. Ist ähnlich wie früher beim Judentum. Kennst ja sicher den Film Das Leben des Brian, oder? Hat sich schon mal auf meinen Bildschirm verirrt, ja. Ja, da verkleiden sich die Frauen als Männer, damit sie bei der Steinigung auch mitmachen können. Jedenfalls, ja, ich weiß nicht, ob das so ein toller Beruf ist. Da musst du ziemlich eigentlich abgebrüht sein und halt. Für mich wäre es nicht, da Menschen eigentlich zu köpfen. Einfach die ich gar nicht kenne und nicht weiß, ob die jetzt wirklich schuldig sind, nur weil es irgendein Richter gesagt hat, der von seiner Meinung ausgeht, dass es Unrecht ist und dass dieses Unrecht gebüßt werden muss. Beim Stehlen. Ja, es wird denen ja eingetrichtert, dass ein Mensch, der geköpft wird, keine Schmerzen hat. Das hat ja Hamza Zorzis immer wieder betont. Ja gut, das ist schwer nachzuweisen, ob er Schmerzen hat oder nicht. Das muss man auch, ja, auch sagen. Ja gut, kann ein Kopf, nachdem er abgehackt ist, noch so mit den Augen Morsecode? Ich persönlich glaube nicht, dass da noch Großschmerzen dabei sind. Keine Ahnung. Vielleicht kann ja ein Kopf irgendwann mal morsen mit Blinkern, so mit den Augen. Kurz, lang, lang, kurz, lang, lang und so weiter. Mir geht es soweit gut. Keine Schmerzen. Tschüss. Es gibt ja, als die Französische Revolution stattgefunden hat, wurden auch Köpfe. Und da gibt es ja von einem Typen die Legende, dass sein Körper noch aufgestanden ist kurz und nach zwei, drei Schritten lief. Wie das Hühnchen. Wie das Hühnchen, ja. Dann, vor allem Iraner scheinen sich dem Christentum anzunähern. Gerade in Deutschland gibt es in einer kleinen Kirche in Berlin-Steglitz einen großen Zuwanderungsstrom und da bildet sich so eine quasi iranisch-christliche Gemeinde in dieser kleinen Kirche, die eigentlich dem Verfall schon anheimfiel, aber jetzt quasi mit diesem ganzen Zustrom an Asylbewerbern, die sich politisch verfolgt fühlen, wegen ihren Glauben, bekommt die wieder richtig so eine ordentliche Gemeinde zusammen. Und hier wird ein bisschen einfach dargestellt, wieso man das macht und wie hoch die Chancen sind, dass man nicht wieder ausgewiesen wird wegen dem Glauben selber als Verfolgungsgrund. Und in Köln gibt es eine Atheisten-Convention, also eine Zusammenkunft von Ungläubigen, die besprechen, wie man das Zusammenleben besser gestalten kann. Auf Basis von gemeinsamen Gesetzen, weil das funktioniert nur, wenn man halt die Religion außen vor lässt, gemeinsame Gesetze, und nicht anhand von einer Religionsthese ausgeht, dass eine Gemeinschaft mehr Rechte bekommen soll als die anderen. Die hat am Freitag stattgefunden und endet, soweit ich mich erinnere, halt heute. Ist interessant auch mal zu lesen, dass in Deutschland anscheinend auch das immer mehr in Mode kommt, sich die Leute endlich ein bisschen Mut zusammenfassen und
dahinstellen und sagen, wir glauben nicht, aber wir möchten zusammen mit euch allen leben. Dann die News vom Film Innocence of Muslims. Das ist ein Film, 2012 gab es dann einen riesen Tohuwabohu, der von einem schlecht gemachten, sehr billigen Film, der halt zeigt, wie in einer 40-minütigen Sequenz das Leben von Mohammed durchläuft und sie ein bisschen darstellt. Meiner Schätzung nach etwa 80% stimmt von diesen ganzen Sachen, die da im Film erzählt werden, und dann halt diese 20%, die einfach ziemlich frei erfunden scheinen. Zum das Haupterfindungsmerkmal, dass Mohammed zum Beispiel schwul gewesen sein soll und dass er am Anfang gar keinen Namen hat, etc. So Kleinigkeiten, die halt hinten und vorne gar nicht stimmen. Und das Urteil vorher war so, dass der Film einfach nicht gezeigt werden durfte, weil eine Schauspielerin verarscht wurde vom Regisseur und ihre Synchro drüber gespielt wurde, was sie nicht gesagt hat im Film. Und dazu hatte sie sich auch nicht gemeldet. Sie hat das Ganze halt über das Urheberrecht machen können, das Urteil für sie quasi, damit der Film nicht weiter verbreitet wird. Und jetzt hat halt ein höheres Gericht das widerrufen und gesagt, nur weil sie jetzt da 5 Sekunden oder 6 Sekunden im Film von 14 Minuten sich zeigt, hat sie nicht das ganze Urheberrecht für das ganze Werk sozusagen. Also es ist mehr ein Urheberrechtszeug als etwas über freie Meinungsäußerung etc. Wenn man zu freier Meinungsäußerung kommt, diese Woche war am 21. Mai Draw Mohammed Day, nur so als Info. Ich habe ihn verpasst, letztes Jahr habe ich was gezeichnet und meine Zeichnung, ich habe keinen Namen geschrieben, aber ihr könnt mir vielleicht schreiben und sagen, das ist bestimmt von dir, bin ich beeindruckt. Aber es wird eher schwer, das herauszufinden, welches von mir ist. Dieses Jahr habe ich es verpasst, sonst hätte ich auch irgendwas gezeigt. Und es sind ein paar ziemlich unschöne Dinge dabei und ein paar trotzdem noch interessante Zeichnungen. Aber halt einfach als Info, hier wird halt gezeigt, dass man sich nicht den Mund verbieten lassen sollte, wegen ein paar Cartoons. Ja, und dann gehen wir zu Gläubigen und Ungläubigen, innerislamisches Problem. Es gab vom IS einen Anschlag auf eine schiitische Moschee in Saudi-Arabien selber. Also die IS scheint hier nicht mal in Saudi-Arabien Stopp zu machen, sondern killt Muslime, die einfach ein bisschen anders glauben als sie selber, weil die IS ist ja sunnitisch geprägt. Und noch viel schöner wird es, dass die am Freitag das ganze Attentat verübt haben in der Moschee. Also direkt im Freitagsmoschee ist da eine Gruppe rein oder ein Einzelner mit dem Bombengürtel. Eike, das musst du aber erklären. Freitag ist der freie Tag, da ist es tatsächlich frei. Sonntag ist normaler Arbeitstag, aber der Freitag ist frei. Das heißt, das Wochenende in den meisten Muslim-Majority-States, wie sagt man denn, in den Muslim-geprägten Staaten, ist Freitag, Samstag ist Wochenende. Und da ist nicht der Samstag der heilige Tag, sondern der Freitag, und der Samstag ist dann eher Shopping. Und die Moscheen sind am Freitag zum Mittagsgebet, dem traditionellen Freitagsgebet, sind dort am vollsten. Zum Vergleich mit dem Christentum, Sonntag ist ja im Christentum der Tag des Herrn. Heute ist im Christentum der Tag des Herrn. Bei den Juden wäre es der Samstag, der Sabbat. Was jetzt bei den Hindus ist? Freitagabend bis Samstagabend. Ja, okay, Freitagabend. Es startet sozusagen. Da muss man sich quasi richtig vorbereiten schon und darf schon an, nicht eine Art Knöpfe drücken etc. Das ist schon so. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas bei den Hindus? Gibt es sowas bei den Hindus, weißt du das? Weiß ich nicht, habe ich aber noch nie mitbekommen, nie gehört. Okay. Nein, bei den Hindus ist es ja so, da gibt es ja diese alte Debatte, ist das jetzt eine Gott-Religion, eine Mehrgott-Religion oder eine Einzelgott-Religion? Und da ist es ja so, dass es im Hinduismus mehrere Götter gibt, die alle ihre Funktionen haben, aber normalerweise hast du einen persönlichen Gott, der dann dein Gott ist. Und damit ist es dann
beides, nämlich eine Vielgötterreligion, aber man wählt sich dann einen aus und da hat man dann seine eigenen Vorstellungen, aber einen gemeinsamen heiligen Tag nicht, nein. Okay. Ja, das war jetzt noch mal die News im Schnelldurchgang und dann gehen wir direkt zum Thema Koran. Wieso der Koran überhaupt? Muss man auch immer wieder erklären, weil wir müssen ja den Islam verstehen, das ist ja wichtig für uns. Wir können nicht einfach uns hinstellen und sagen, so und so ist es und so sehen wir das, sondern wir müssen an die Hauptquellen ran. Und die Hauptquellen sind nun mal in erster Linie der Koran, damit man das ein bisschen begreift. Und da der ja so fleißig verteilt wird, helfen wir halt diesen Leuten zu sehen, was da eigentlich drinsteht, weil ich habe mal die Probe aufs Exempel gemacht und habe mal einem gesagt, ja, dann schlag doch mal den Koran auf, gib mit dem Finger auf irgendeinen Satz, liest den Satz vor und sag mir, was da drinsteht. Ja? Und das war natürlich prompt einer, wo absolut nichts verständlich war. Da hat er mich nur angeguckt, das war ein Journalist, und hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, ja, was habe ich denn hier gerade gelesen? Da habe ich gesagt, das ist das Problem im Koran. Alle Sätze, jeder einzelne Satz, jedes Wort muss interpretiert werden, um es verständlich zu machen. Und nicht nur das Wort hier in diesem Satz, sondern das Wort kann sich ja auf etwas beziehen, was 50 Seiten vorher, 50 Seiten später oder meinetwegen auch dreimal später irgendwo im verteilten Koran sich dann darauf beziehen kann und dann auch dazu hinzugezogen werden kann, um dann das Ganze zu interpretieren, um dann eventuell zu einem Sinn zu kommen. Da hat er die Hände auf den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das gibt es sogar. Ich sage, ja, aber so ist der Islam aufgebaut. Ja, aber ist eine faire Variante, schlag das Buch auf und tipp mir an. Und ich meine, man muss halt das ganze Kapitel dann lesen, damit man irgendetwas versteht. Ja, aber der Koran sagt ja von sich selber das Gegenteil. Das ist ja das Schöne. Der Koran sagt ja, ich bin klar und verständlich geschrieben, alles wird erklärt und ich bin ganz einfach zu verstehen und zu behalten. Das ist wortwörtlich im Koran. Okay, und wir versuchen das eben mit Kapitel über Kapitel. Und da sieht man halt, wie viel Schwachsinn da wirklich drinsteht. Jetzt muss ich hier das Bild noch. So, Kapitel 20 heißt, also Sure 20 heißt Taha. Ja, und da habe ich persönlich schon das erste Problem, weil ich über dieses Taha nicht viele Infos fand. Im Prinzip kann ich nur die Referenz von dem guten Max Henning, wir lesen ja den Koran, also wir zeigen hier den Koran von Max Henning übersetzt, und der gibt uns ein bisschen Infos ab und zu und ich muss jetzt in diesem Fall wieder ein bisschen in seine Kommentare reingreifen. Momentchen. So. Taha, und dann sagt er uns halt, was das heißt. Das ist der Sure 20, Vers 1,1. Taha wird auch als göttliche Anrede an den Propheten verstanden und daher als männlicher Eigenname verwendet. Das ist so die beste Info, die ich eigentlich finden konnte, dass es auch am kürzesten beschreibt, was es bedeutet. Es ist eine göttliche Anrede für den Propheten. Nicht jetzt für den Propheten Mohammed, sondern einfach für den Propheten allgemein. Das ist interessant zu verstehen. Also so wie du da. Ja, nein, und du da ist ja keine göttliche Anrede. Das beschreibt ja nichts Göttliches. Moment. Der Gott sagt, hey du da, ich möchte, dass du den Leuten das und das sagst. Ach so, eine göttliche Anrede. Quasi von Gott eine Anrede an den Propheten. Darum genau. Göttlich. Ja, so kann man es auch verstehen, klar. Aber ich denke eher eine göttliche Anrede an den Propheten, dass es ihn quasi als Demigott darstellt. So verstehe ich das, weil... Dass ein Prophet eine Zwischenstufe ist zwischen normalen Menschen und Göttern. Ja, so habe ich jetzt das verstanden, genau. Ah, okay, da kannst du mal sehen... Wie einfach es ist, das komplett anders zu interpretieren, obwohl es nur zwei Buchstaben sind. Ja, das ist ja auch das Lustige, es sind einfach zwei Buchstaben, aber
Keine Ahnung, wie die halt die Leute irgendwie auf eine Anrede da kommen. Das heißt einfach Taha. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde kaum Infos darüber auf die Schnelle in dieser Woche. Also, Habe ich nichts nur mal gefunden. als ein bisschen Hintergrund. Es gibt mehrere von diesen sogenannten Buchstabenversen. Ich benutze ja nicht das Wort Verse, sondern ich sage einfach nur Satz, weil Vers ist für mich was anderes. Das heißt also, es gibt 29 von diesen Sätzen, die nur aus einem Buchstaben, aus zwei Buchstaben, aus vier Buchstaben oder so weiter bestehen. Keiner weiß, was die heißen, und die meisten Muslime sagen auch, nur Gott weiß, was diese Buchstaben bedeuten. Dann gab es in den 70ern, 76 glaube ich, in Arizona, in Phoenix, Arizona, einen Moslem, der hat das alles geändert und hat einfach behauptet, ich gehe jetzt hin und werde diesen Koran durch einen Computer jagen. Was das bedeutet, hat mir bisher noch nie einer erklären können. Auf jeden Fall hat der dann irgendwelche Änderungen gemacht. Er hat gesagt, in der Sure 9, also im Kapitel 9, sind die letzten zwei Sätze überflüssig, die müssen weg. Und dann haben wir auch das Wunder der 19 wieder, weil wir dann eine Zahl haben in der gesamten Anzahl der Kapitel, in der gesamten Anzahl der Sätze, die durch 19 teilbar ist, weil der hat das Wunder des 19 aufgebracht. So, und der hat dann gesagt, also diese Buchstabendinger, das sind wie Checksums heute im Computer. Die sorgen dafür, dass die Einheit 19 erhalten bleibt und dienen so einem göttlichen Zweck, nämlich die Reinerhaltung des Korans, an der jeder sofort sehen kann, wenn irgendetwas geändert wird. Aber er ändert selber indem er Sätze weglässt am Schluss, oder? Naja, Irgendwie er hat sich kommt ja er. selber dann da reingeschrieben und er erscheint dann ja plötzlich als Prophet, als der nächste Prophet nach Mohammed. Ja, sehr, sehr bequeme Variante, würde ich mal meinen, wenn man einfach sagt, ja, die 19 stimmt, aber ich muss halt hier am Schluss etwas ändern, damit ich in die Prophetie reinkomme und ich bin der neue Prophet quasi. Ich glaube, das Video ist fast eine Stunde lang oder irgendwie sowas. Ich habe da ein Mammutvideo mal gemacht, um mal zu gucken, was da eigentlich dahinter steckt, und habe mal gezeigt, was für Taschenspielertricks der da benutzt. Das ist horrend, das ist kindisch, was da alles angestellt wird. Und es gibt trotzdem heute noch Muslime, die an das Wunder der 19 glauben. Traurig. Gehen wir weiter. Es folgt ein Beispiel, wie man Babys nicht behandeln sollte. Und etwas Hintergrundwissen. Sure 20, Vers 39, 39. Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn dann ins Meer. Und das Meer wird ihn an den Strand schleudern. Und nehmen wird ihn mein Feind und sein Feind. Und geworfen habe ich meine Liebe auf dich. Ich habe ja selber keine Kinder, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Werfen eines Babys zuerst in einen Kasten oder Korb und dann den Kasten oder Korb ins Meer werfen keine wirklich fürsorgliche Behandlung ist und auch nicht eine fürsorgliche Aufforderung. Und am Ende wird dann der Kasten oder der Korb an den Strand geschleudert. Natürlich kann es sein, dass Werfen früher eine völlig andere physische Bedeutung gehabt hat als heute dieses Wort. Stop spamming, wirfst du gerne auch Babys, oder? Ich keine Ahnung. Ja, natürlich, deswegen habe ich ja keine Kinder. Ach so, du hast alle zu Tode geworfen. Dann hast du versucht, halt das, was Gott eigentlich von anderen fordert, für dich zu proklamieren, ja? Nein, ich habe meinen persönlichen Gott, und das ist Neptun. Das heißt also, ich finde den ganz toll, den Typen, der mit seinem Dreizack da immer rummarschiert, das finde ich ganz toll. Und da habe ich gesagt, guter Neptun, hier hast du meine Kinder, und wenn du auch ein lieber Gott bist, dann gibst du mir die alle zurück. Hat er nicht gemacht, hat er alle selber behalten und aufgefuttert. Also, tja, das war es, keine Kinder. Es scheint okay zu sein, so etwas zu tun. Da musst du, musst einfach von Gott geliebt sein. Das ist das Wichtigste eigentlich. Dann ist es in Ordnung. Menschenopfer sind bei allen Göttern gerne gesehen. Aber man muss von Gott geliebt sein, weil es steht ja hier am Schluss, und geworfen habe ich meine Liebe auf dich. Also er hat schon etwas gemacht. Ohne das wird das nicht Ja. Gibt funktionieren. das eigentlich im Deutschen auch? Weil es gibt ja bei den Christen diese Scheinheilige, wenn ein Kind stirbt oder sowas, dann sagen die halt immer in der Kirche, ach, he's in a better place now. Gibt es im Deutschen auch diesen Begriff, in a better place?
Ja, er ist jetzt an einem besseren Ort, klar. Ach, Ja, das gibt's genauso. natürlich. Okay. Ja, das. Das finde ich dermaßen heuchlerisch und dermaßen, also da würde ich am liebsten mal reinschlagen, wenn ich sowas höre. Gut, ich frage dann, wenn ich gerade ein bisschen geistesgegenwärtig auch da bin, und frage ich gerne mal, ja, wieso hast du denn dein Kind nicht schon selber getötet, wenn es ein besserer Ort sein wird? Ja, genau. Wieso hast du nicht einfach direkt nach der Geburt einfach mal Kopf verdreht und tot ist es? Und dann ist Nein, es. Abtreibung ist das Beste. Da kann er noch gar nicht sündigen. Nee, dann ist die Frage, ja, ist es denn schon ein Kind oder nicht? Weil wenn man nach der Bibel geht, werden zum Beispiel im Alten Testament Kinder nicht mal gezählt, erst wenn sie das erste Monat, den ersten Monat erreicht haben im Stimmt. Da Lebensalter. gab es das ja mit dem Limbo, ne, bei den Katholiken. Das kam dann noch später, genau. Ja, und Und die. bei den Moslems ist es so, dass ein Embryo am 42. Tag als seine Seele bekommt. 42. Tag. Okay. Weil, also, das ist furchtbar. Es gibt ja diesen 23, diesen ganzen Satz, wo die Moslems immer so stolz drauf sind, wo eben drin steht, dass ein Mensch geboren wird oder kreiert wird, erst als Nutfer, dann als Alaka und dann als Mutter. Das heißt also, diese drei Stadien, die von Galen und von Hippokrates schon erwähnt worden sind, die sind ja fast Wort für Wort wiederholt worden im Koran. Und dieses Nutfer, Alaka, Mugda, wird jetzt einfach genommen als Flüssigkeit, männlich und weiblich, und dann Alaka, das, was sich einnistet in den Muttermund, nee, wie heißt das? Das Ding da. Und dann Mugda, dann werden dann Knochen da draus, und dann wird das Ganze mit Fleisch umwickelt und so weiter. Und das wird ja dann bei den Moslems hingestellt, als sei das Embryologie. Das ist ja der Witz hinter dem Ganzen. Die machen sich dermaßen lächerlich mit solchen Blödsinnigkeiten. Das gibt's gar nicht. Und da gibt's dann die gleiche Beschreibung nochmal in den Hadithen. Und die widersprechen sich natürlich laufend. Aber da gibt's so diese ganz liebe Beschreibung, dass also am 42. Tag der Engel dann kommt und dann genau aufnimmt, ist es ein Männlein oder Weiblein. Also am 42. Tag wird das Geschlecht bestimmt. Dann wird aufgezeichnet, was aus diesem Baby mal später werden wird. Und dann wird sein ganzer Lebensweg vorgezeichnet von diesem Engel. Und alles wird über Gott dann dem Engel übermittelt. Und der schreibt das dann alles für das Kind auf. Das ist eine ganze, ganze Geschichte. Sehr logisch dargestellt. Ja, und wichtig ist auch ein bisschen Hintergrundwissen zu dieser ganzen Baby-Korb-Geschichte auf dem Meer oder Fluss, was auch immer das gewesen sein soll, müssen wir ein bisschen darstellen. Und zwar gibt es das Hintergrundwissen von, also die ganze Geschichte ist geklaut von Sargons Baby-Story. Sargon wurde später ein Herrscher im Akkad. Und wird auch simpel Sargon von Akkad genannt. Er herrschte im 24. Jahrhundert vor Christus. Gibt mittlerweile zahlreiche Bücher über diesen Herrscher, einfach googeln und Sargon von Akkad. Und die ganze Geschichte ist halt wirklich im Alten Testament reingeflossen und wurde von Moses quasi übernommen als seine kleine Babygeschichte. Wie er auf dem Fluss getrieben wird und dann von mächtigen Menschen aufgenommen wird und dann so eigentlich an die Macht kam insgesamt. Und das ist halt ein paar Darstellungen, wie er angeblich ausgesehen haben mag, das gute Sargon. Und ich finde es interessant, dass so viele Darstellungen überlebt haben, quasi. Wie alt die jetzt genau sind, ist schwer zu sagen bei Metall. Das kann man eigentlich nur dann definieren das Alter, wenn man sieht, in welcher Epoche das Ganze vergraben wurde, oder besser gesagt, aus welcher Epoche das ausgegraben wurde, mit anderen Samen zum Beispiel, die gefunden werden in der Umgebung oder der Erde, wie tief das war. Das Metall selber ist sehr schwer zu eruieren, wie alt das dann genau ist. Aber ich finde es schön, dass viele ähnliche Büsten noch gefunden werden aus verschiedenen Städten etc. und sich dann ziemlich ähnlich sehen und man quasi wirklich erkennen kann, welche Person dann das ist. Stark. Na ja, gut, und jetzt kommt Daesh und macht's alle kaputt.
Ja, da ist das, gibt es auch noch eine Info, eine Nebeninfo diese Woche. Sie haben Palmyra erreicht. Sie haben anscheinend auch Palmyra sozusagen. Was jetzt noch darüber davon übrig bleibt, ist abzuwarten. Keine Ahnung, ob da jetzt alles zerstört wird oder nur vielleicht Abbildungen von Menschen oder Tieren. Aber sie sind große Kulturzerstörer, das ist schon so. So, diese Sure bietet leider wieder nur Wiederholungen. Generell wird Moses immer wieder als toller Gesandter geschildert und die Repetition des Stabwerfens nur mit leicht veränderten Worten vollführt. Ja, die Story, wo die Magier des Pharaos Zauberer sind und darum brennen sollen. Aber Moses vollführt das Gleiche mit seinem Stab. Doch er ist natürlich kein Magier, sondern Gott hat das vollbracht und die Zauberer werfen sich direkt vor Moses nieder und preisen Allah. Warum sie beeindruckt sind von selbigen mögen, ist mir schleierhaft, keine Ahnung, wie da die Erklärung zu finden ist. Lediglich ein Detail wird hier, wenn ich mich nicht falsch erinnere, zum ersten Mal beschrieben. Zwar Vers 77, 79. Und wahrlich, wir offenbarten Moses, mach dich auf des Nachts mit deinen Dienern und schlage ihnen einen trockenen Pfad im Meer. Wozu muss er auf das Meer schlagen? Wieso kann Gott nicht einfach den Pfad bereitstellen? Wäre doch viel einfacher. Und darf zeigen dir die ganze göttliche Macht, ohne dass Moses hier noch quasi eine Art Signal geben muss, wann er bereit ist. Ich meine, Gott weiß doch, was in Moses Kopf vorgeht und wo die Leute sind. Das Marketing. Inwiefern Marketing? Wie kannst du das vermarkten? Ja, weil wenn Gott das machen würde, wird ja jeder sagen, naja, okay, weiß ich nicht, wie das passiert ist. Aber wenn das der Moses macht mit seinem Stab, dann weiß jeder ja sofort, aha, ihm wurden göttliche Kräfte eingegeben. Das heißt also, es ist einfach nur ein Marketing-Trick, um zu zeigen, dass ein Mensch sehr wohl in der Lage ist, göttliche Taten mit Hilfe Gottes zu vollbringen. Das ist ja genau dasselbe, wie Mohammed dann den Mond geteilt hat oder weiß ich was da. Das ist immer solche Sachen. Okay, Marketing. Kann ich gelten lassen. Hört sich vernünftig an. Das ist aber ist merkwürdig. Je genauer man halt den Koran liest und das Ganze einfach analysiert, desto schwerer fällt es mir persönlich, diesen Allmachtsanspruch trotzdem irgendwie gerecht zu werden, das zu akzeptieren. Und weil dieser Allmachtsanspruch wird ja von Muslimen immer wieder dargestellt. Und ich kann das einfach immer weniger ernst nehmen, wenn ich halt den Koran immer penibler lese und genauer lese und das einfach hinten und vorne nicht vereinbar ist mit der Realität. Ich verstehe es halt nicht. Es wird immer schwieriger für mich, das ernster zu nehmen und ernst zu bleiben. Halt quasi je penibler man darauf achtet, umso lächerlicher wird es. Wenn man einige Islamopisten oder Apolopisten, wie man sie halt nennen will, versuchen diese abergläubischen Firlefanz mit der Realität des 21. Jahrhunderts zu vereinbaren, darzustellen versuchen. Ja, es wird einfach sehr mühsam, das irgendwie wirklich ernst zu nehmen, diese Leute. Selbige Genauigkeit beim Lesen zeigt auch schnell jedem auf, dass der Koran, also das Wort Koran und die Sache, die dahinter steckt, nicht als Buch verstanden werden kann und muss. So lesen wir im Sure 20, Vers 114, 113. Und erhaben ist Allah, der König, die Wahrheit. Und übereile dich nicht mit dem Koran, bevor dir seine Offenbarung vollendet. Und sprich, mein Herr, mehre mich an Wissen. Das ist fast nur so zu begreifen, als dass technisch gesehen Koran nicht bedeutet, der gesamte Koran heute als Buch zu sehen ist. Ähnlich sieht man ja die gleichen Begrifflichkeiten bei den Suren und Versen oder im Arabischen der Vers Ayah, was so viel wie Zeichen bedeutet. Das haben wir auch angedeutet in der ersten Episode dieser Koran-Analyse-Serie, dass halt das Ayah ein Zeichen ist und nicht als Vers per se zu verstehen sein kann. Und hier dasselbe mit dem Koran. Also es offenbart sich, es zeigt sich halt, dass der Koran als solches gar nicht
als Buch verstanden werden kann eigentlich. Das einfach so als Nebeninfo. Kann ich noch eine ganz kleine Nebeninfo dazu tun? Es ist ja, die Muslime sagen ja immer wieder, ja, wir sind ja diese Wissenschaftler und laut Islam, im Koran und so, steht ja überall und mehre mich mit Wissen. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Der Koran sagt nur, lerne das, was im Koran steht oder mehre mich mit Wissen, was dem entspricht, was dem Koran entspricht. Das heißt also, das, was Gott den Menschen sagt, das ist das, was wichtig ist und alles andere ist unwichtig. Das heißt also, dass der Koran ist das Einzige, was die brauchen. Und der Koran ist eben nicht nur das Buch an sich, sondern alles, was damit zusammenhängt. Nämlich die ganze Rezitation und alles, was auf einen einzelnen Gott hinweist. Aber das heißt immer wieder, nein, du brauchst nicht zu wissen, außer dem, was dir Gott beibringt. Alles andere ist unwichtig. Und alles andere, was hinzugefügt wird, ist abzulehnen. Und das ist das Dumme dabei, deswegen sage ich immer, das Wissen im Islam ist haram, weil du einfach dein Wissen nicht vervollständigen darfst, wenn es nicht dem Koran entspricht. Und bevor wir zu meinem letzten ausgewählten Vers gelangen, kommen wir zu zweien, die in deinen Notizen ein bisschen hervorgetan wurden. Und zwar ist das Sure 20, Vers 120 und 121. Bild wechseln hier, so. Und es flüsterte der Satan ihm zu und sprach, O Adam, soll ich dich weisen zum Baume der Ewigkeit und des Reichs, das nicht vergeht? Und sie aßen von ihm, und es erschien ihnen ihre Blöße, und sie begannen über sich zu nähen Blättern des Gartens. Und Adam ward ungehorsam wider seines Herrn und ging irre. Also, stop spamming, wieso hast du die genauer ausgewählt? Ich weiß es zwar, aber natürlich, damit die Zuschauer ein bisschen vielleicht begreifen, was hier nicht stimmt. Ja, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Nur wenn ich das hier sehe, fällt mir sofort auf, ein Gott braucht ein Leben lang, um die Leute zu Gehorsam zu bringen. Und ein Teufel muss nur ein bisschen was erzählen und schon weichen die Menschen aus. Soll ich dich weisen zum Baume der Ewigkeit? Ja, das ist der wichtige Teil. Sie aßen von ihm und es flüsterte ihm zu. Und es erschien ihnen ihre Blöße und sie begannen über sie neben Blätten des Gas und Adam war ungehorsam wieder seine. Naja, gut, hier ist es ja komischerweise Adam und nicht Eva. Ja, und sie aßen, also beide aßen halt. Aber das Wichtige ist ja der Baum der Ewigkeit. Also. Dann leben ja Adam und Eva irgendwo noch. Wo leben die jetzt? Ja, stimmt. Weil sie haben davon gegessen und jetzt wissen sie einfach, dass sie zwar nackt waren, aber im Prinzip müssen die ja immer noch leben. Also wo leben die jetzt? Wir müssten doch aufzutreiben sein. Meinst du nicht? Ja, entweder auf einem anderen Planeten oder die passen sich eben immer wieder neu an. Aber würde das nicht auffallen, dass die nicht altern und ja, ich bin seit 30 Jahren nicht älter geworden. Die Leute wundern sich zwar, aber ansonsten sagt jeder, oh, hast du aber gut gehalten. Okay. Naja, ich wäre ein bisschen. Vielleicht haben sie einen versteckten Ort gefunden und leben da. Obwohl zusammenleben können sie auch nicht, weil in anderen Versen wird immer erklärt, sie seien einander Feind. Frau und Mann sind dann einander Feind geworden. Ja, aber die beiden sind ja noch handgemacht. Was spielt das für eine Rolle? Ja, dass die ersten beiden immer noch anders sind als alle anderen, weil die ja noch von Gott persönlich gemacht worden sind und die anderen sind ja nur mit Hilfe von Gott gemacht. Es kann ja mir auch keiner den Prozess erklären, wie Menschen eigentlich kreiert werden. Jeder sagt immer, ja, ist doch im Koran ganz detailliert beschrieben. Dann sage ich, ja, dann beschreib doch mal den Prozess. Ja, steht doch da. Nutfa Allah Kamurg, dann sage ich, ja, okay, jetzt beschreib mal das, was dazwischen liegt. Ja, nee, das weiß doch jeder. Aber es gibt keinen, der mir anhand des Korans sagen kann und von dem Prozess beschreiben kann, wie Menschen eigentlich gemacht werden. Aber die ersten Menschen sind die wertvollsten, weil die noch von Hand von Allah gemacht worden sind, ohne Bauchnabel. Was auch interessant ist im Vergleich zur Bibel. In der Bibel wird es ja eigentlich so dargestellt, dass sie zwei Bäume haben. Den einen ist der Baum der Ewigkeit und der andere ist der Baum des Wissens. Mhm.
und hier wird ja beides vermixt. Das ist erstens eigentlich der Schreiber, da hat das irgendwie ein bisschen übersehen, weil sie haben anhand vom Baume des Wissens dann gegessen in der Bibel und dann entdeckten sie ihre Blöße und deswegen mussten sie dann ja sterben. Weil vorher haben sie ja nur vom falsch. Stimmt, du hast recht, das habe ich ganz vergessen. Zum Baume der Ewigkeit, das ist was hast du denn davon? Wieso gehst du irre, wenn du vom Baum der Ewigkeit isst? Das ist doch, du gehst dann nur irre, wenn du das Wissen hast der Götter. Genau, und da hat der Schreiber des Korans einfach ein bisschen Verse ausgelassen, oder halbe Kapitel eher sozusagen, und den Baum des Wissens und den Baum der Ewigkeit vermixt in einem Baum, und deswegen gingen sie irre, weil sie, also es macht, wenn man die Bibel kennt, nochmal viel weniger Sinn, das Ganze, das ist schon ein bisschen traurig. Ja gut, das haben wir ja schon öfters gesehen, dass da ein paar Bibelsachen irgendwie falsch verstanden wurden. Und wir gehen aber zum letzten Vers, und zwar, den habe ich dann noch ausgesucht, ist 132. Und gebiete deinem Hause das Gebet und verharre in ihm. Wir fordern nicht von dir, dass du dich versorgst. Wir wollen dich versorgen. Und der Ausgang ist der Frömmigkeit. Natürlich kann man hier nun sagen, das galt nur für Mohammed. Doch erstens klappte das auch nicht für Mohammed, denn er musste sich trotzdem versorgen mit Hab und Gut, Weib und Kind, Essen und Trinken. Damit sich dies auch vermehrte, also dieses Hab und Gut und die Weiber und Kinder etc., auch das Ganze vermehrte, musste seine Räuberkollegen hinausschicken und Überfälle auf Karawanen zu tätigen. Und nach Kriegen enteignete er die Menschen ihres Landes und versorgte sich somit doch selber die ganze Zeit. Also wieso musste er sich dann trotzdem versorgen? Er konnte nicht einfach in seinem Haus quasi vor ihm versorgte dann Allah ihn mit Essen und Weibern und Trinken und Gold und was auch immer. Ja, nee, im Koran schickt er doch den Jesus. Wie meinst du? Im Koran schickt er ja den Jesus. Der Jesus ist ja derjenige, der mit dem gedeckten Tisch zur Party kommt. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Hier geht's ja darum, aber so wird das ja gemacht. Das heißt also, ich setze mich zu Hause einfach hin und bete und dann kommt Jesus und bringt den gedeckten Tisch mit. Und wieso funktioniert das bei Mohammed nicht? Obwohl das ja genau gleich hier ist. Er hat nicht genug gebetet. Ah, du meinst, Mohammed war doch nicht so gläubig, wie er von sich behauptete. Obwohl ja, gläubig vielleicht, aber er hat nicht genug gebetet. Das heißt ja immer, du musst mehr beten, mehr beten, mehr beten. Und je mehr du betest, desto besser. Also wenn er mehr gebetet hätte, dann hätte er auch genug zu futtern gehabt und hätte er nicht die ganzen Leute überfallen müssen, hätte nicht so viel umpimpern müssen und alles das. Überzeugt mich nicht, Subspamming, weil hier steht nichts von wegen, er musste groß beten. Hier steht sogar, wir fordern nicht von dir, dass du dich versorgst. Also, nein, der Ausgang ist Frömmigkeit. Eben, das spielt doch keine Rolle, wie oft er betet. Er kann doch trotzdem fromm sein und nie beten. Achso, ich dachte, der Ausgangspunkt hier ist die Frömmigkeit und die ist dann ja ausgedrückt als Beten. Und gebiete in deinem Hause das Gebet. Doch, du sollst beten. Und verharre in ihm. Und je länger du verharrst, desto mehr kriegst du zu futtern. Verharre in ihm. Wie kann man im Gebet verharren? Ich dachte, das sei eine Aktion, die gemacht werden muss. Mit gewissen Abläufen. Bücken, dann wieder hoch, dann wieder knien und da kann man doch nicht verharren. Verharren, also heißt es für gibt mich auch den, es gibt auch dieses, diesen Rakat. Es gibt einen Moment, in dem du verharrst, in dem du sagst, so, und jetzt erzähle ich erstmal zwei Sätze einfach nur so, ohne irgendwas zu machen. Das gibt es also auch im Gebet. Nicht im Gemeinschaftsgebet, das gibt es nur im einzelnen Gebet, im privaten. Okay, gut. Dann muss man einfach beten wie ein Verrückter und dann wird man eigentlich versorgt. Deswegen versuchen ja die Juden auch immer mit ihrem, die nicken ja dabei immer. Es gibt mir endlich Futter. Ich würde das gerne mal sehen, dass einfach Essen einfach so
aus dem Nichts entsteht, irgend so ein gebratenes Hühnchen, nur weil einer nebendran halt richtig ordentlich gebetet hat. Ja. Ich werde sofort gläubig, wenn ich das sehe. Werde ich sofort der Beste. Ich habe ja auch mal den Leuten gesagt, es gibt den Satz, dass die Vögel von Gott gehalten werden und selber nicht fliegen können. So. Das heißt also, da ja Flugzeuge genau nach dem gleichen Schema fliegen wie Vögel, würde das heißen, jeder Vogel, jedes Flugzeug, alles wird alles nur von Gott gehalten. Weil Flugzeuge können gar nicht fliegen. Dann hat der gesagt, nein, ich bin doch ein Einfallspinsel, ich musste doch wissen, dass Gott nur die Gegebenheiten für die Vögel kreiert hat. Und deswegen ist er verantwortlich. Das Fliegen machen die Vögel doch selber, das weiß doch jedes Kind. Aber den Luftdruck und die Luft und die Atmosphäre und alles, das hat Gott geschaffen, eben damit Bernoulli das alles erkennen kann und dann daraus seine Gleichungen ziehen kann. So musst du das sehen. Und hier ist das genauso. Das heißt also, du musst zwar dem Bauern Dankeschön sagen, dass er für dich Getreide anbaut und dass du dann dein Brot backen kannst, so aus dem Mehl. Aber im Grunde genommen hat doch Gott genau das alles gemacht, dass er Samen bereitgestellt hat, mit dem dann der Farmer, der Bauer dann wieder das Getreide anbauen kann, mit dem du dann dein Brot backst. Das sieht Monsanto aber anders. Monsanto sieht das ganz anders. Monsanto macht selber genetisch manipulierte Samen etc. Die hören das gar nicht gern, wenn man sagen würde, ja, ihr Mais und ihr genmanipuliertes Getreide etc. gehört eigentlich der ganzen Menschheit. Also da gibt es genug Gerichtsverfahren gegen die und von denen aus gesehen, die genau das Gegenteil zu beweisen versuchen. So viel zur Realität, meine ich. Ja, und wenn ihr dann das Ganze lesen wollt, könnt ihr einfach unter koran.die-gottlosen.ch das Ganze tun. Die Version von Max Henning. Ja, die Sendung ist vorbei. Heute mal wieder mit ordentlich technischen Problemen. Ich muss dann am Schluss die Sendung, die zwei Teile wieder zusammenfügen in einer Sendung sozusagen. Ich kann auch nicht sagen, wo jetzt genau der Abschnitt war von der letzten Sendung. Aber ich habe halt die News halt nochmal durchgeackert, ganz schnell. Abonnieren, Daumen hoch, Daumen runter, von mir aus auch, ist mir doch egal. Teilen und nachlesen die News könnt ihr dann auf der Homepage. Und wie immer der Aufruf an die Muslime kommt, Sure 16, Vers 125, ihr müsst mit uns streiten. Und nicht nur einfach nur streiten, sondern ihr müsst noch freundlich dazu bleiben. Das ist noch das Schlimmste, was euer Gott fordert. Hauptsache mit dabei sein. Genau, wenn ihr nicht mal das bewerkstelligen könnt, dann kann ich euch als Muslime erst gar nicht ernst nehmen, egal was ihr sagt, ja, wenn ihr euch nicht einschaltet. Jo, das war's schon. Bis so, ich kann jetzt die letzten 20 Runden Monaco Grand Prix sehen. Super für dich. Sehr schön. Tschüss, bis nächste Woche.